Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass der Repost des vollen Sommerinterviews mit Andreas Kalbitz durch YouTube gelöscht wurde, von RBB veranlasst und dass über den Google-Link, über den man auf die Zusammenfassung von dem Zusammenschnitt kam, der als Zusammenschnitt nicht gekennzeichnet war, dass sich dieser Artikel etwas verändert hat. Dort steht jetzt Kommentare deaktiviert. Wenn man jetzt runterscrollt, findet man da jetzt gar nicht mehr das volle Interview. Erst wenn man auf der RBB Homepage eingibt, Kalbitz Sommerinterview, dann kommt man auf den Originalartikel, wo, wenn man runterscrollt, man links das volle Interview sieht. In der Google-Suche war es vorgestern schön anzusehen. Oben kam der nicht gekennzeichnete Zusammenschnitt mit 6 Minuten, dann folgte nichts, dann auf Platz 6 kam mein Video, wo dann stand, das volle Sommerinterview mit 40 Minuten, wo man dann auch sieht, die Zeit 40 Minuten, wird zufällig nicht auf Google angezeigt durch den RBB. Deswegen habe ich es hochgeladen. Das konnte der Nutzer schon in der Beschreibung lesen. Und der Nutzer konnte es ja auch sofort erkennen. Es war oben dieser Zusammenschnitt mit 6 Minuten und außer meinem Video kam nichts. Die Aufrufzahlen explodierten innerhalb kürzester Zeit. Ich hatte innerhalb von wenigen Stunden 4000 Aufrufe. Es war eine Klickrate von 40%, sowas war wirklich unglaublich. Die Monetarisierung hatte ich deaktiviert, da es ja mit mir nichts zu tun hat, sondern es vom RBB ist. Ich dem RBB ja bei seinem Auftrag, die Programmgrundsätze der ARD zu erfüllen, behilflich sein wollte. Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja dazu verpflichtet, auf ausgewogene Weise den Bürger über die relevanten Geschehnisse aus allen Schichten der Gesellschaft zu informieren. Was nützt aber nun ein hervorragend sachlich neutral geführtes Interview, wenn die Leute es nicht sehen können? Mir kam es vor wie ein Trickbetrug des RBB. Sie wollen ihre Vergehen verwässern. Wenn die AfD sagt, die Interviews würden einseitig geführt, es würde eine einseitige Themenlenkung erfolgen, dann sagt jetzt der RBB oder sagen die Öffentlich-Rechtlichen, seht her, hier haben wir doch ein hervorragendes Video. Die AfD-Leute werden doch vollkommen fair interviewt und fair behandelt. Was nützt es aber, wenn dieses faire Interview nicht verbreitet wird oder das die Leute nicht sehen? Zu der RBB-Sache muss man noch sagen, dass bei Dietmar Woidke, dem Ministerpräsidenten von Brandenburg, auch bei Google nur der 6-Minuten-Zusammenschnitt angezeigt wird und man im Bericht runterscrollen muss, damit das volle Interview gezeigt wird. Der Unterschied ist jedoch, Dietmar Woidke hört man erstens im Fernsehen die ganze Zeit. Er kommt bestens zu Wort, wohingegen das bei Kalbitz überhaupt nicht der Fall ist. AfD-Vertreter bekommen selten eine große Bühne. Monatelang wurde in Talkshows kein AfD-Vertreter eingeladen. Außerdem ist es jetzt wie gesagt so, dass über den Google-Link, wenn man über den Google-Link draufdrückt, und die meisten Leute kommen natürlich über die Google-Suche, dann kommt jetzt eben diese Version von dem Artikel, wo steht Kommentare deaktiviert. Und wenn man runterscrollt, kommt überhaupt nichts mehr und kommt auch kein volles Video mehr. Das heißt, jetzt ist es faktisch so, das weiß natürlich nur der RBB, aber ich denke, von sich aus gehen sehr wenig Leute auf die RBB-Homepage. Die allermeisten Leute kommen über Google und das weiß der RBB. Und die Leute machen sich dann auch keine Mühe, da irgendwie rumzusuchen oder vielleicht eingefleischte AfD-Anhänger. Aber nicht der normale Bürger, der so etwas unentschlossen ist, kein großer AfD-Fan ist, der wird ja nicht ewig rumsuchen mit Kalbitz, sondern er sieht dann diesen Zusammenschnitt und denkt sich, das war's. Und der RBB tut das vollkommen wissentlich, weil ja an mich eine Ermahnung geschickt wurde und ich habe ja auch deutlich darauf hingewiesen. Ich habe übrigens einen Brief an den RBB geschickt. Aber da das Video jetzt zu lang wird, stelle ich den Brief das nächste Mal vor und was ich mir dabei gedacht habe. Außerdem hat der RBB-Chefredakteur reagiert auf viele Zuschauerkommentare, auf die Kritik von den ganzen Altmedienhetzern und hat jetzt sozusagen gesagt, ja, man hätte mehr Rechtsextremismus-Framing einbauen müssen, im übertragenen Sinn. Also er hat behauptet, ja, wir haben ja aus den Redaktionen ganz viele Informationen über einen Herrn Kalbitz, die hätten einfließen müssen. Aber welche Informationen sollen das sein? Jedenfalls haben sie beim Ausschlussverfahren keine Rolle gespielt, sonst hätten wir ja schon davon gehört. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.